Hey Leute, Bardo hier, willkommen zu einer weiteren Folge von Totally Accurate Battle Simulator. Seit der letzten Folge gibt es ja den Workshop, wo ich gegen Formationen von euch kämpfen kann. Es gibt hier zum Beispiel eine, die heißt Fortnite Battle Royale. Gönne ich mir mal, Bardo. Da gibt es bestimmt ein paar. Ja. Da gibt es einige. Und gucken wir uns das erste Mal Team Bardo vs. IO Games an, weil ich wissen will, was sich dahinter versteckt. Bardo, die IO Games verfolgen dich, bis Tabs, du musst sie nochmal besiegen. Sliterio. Versuche diese Sliterio-Formation mit einer Sliterio-Formation zu besiegen. Okay, also hat er jetzt wirklich eine Schlange nachgebaut? Ja. Hat er gemacht. Okay, cool. Ich muss auch eine Schlangenformation machen. Ich darf 17.000 ausgeben. Okay. Was hat er denn? Was hat er denn so gesetzt? Aber das Konzept finde ich spannend. Das Konzept finde ich spannend. Okay, also das und das. Von wo sieht es am ehesten nach einer Schlange aus? Von wo muss ich mir das angucken? Also das ist der vorne ist der Kopf, denke ich mal, oder? Und das ist der Schwanz, also von hier. Ja. Also wenn man es weiß, dann erkennt man es. Okay, ich muss auch eine Schlange setzen. Das war die Regel, war die Regel. Okay. Ja, ich habe auch eine Schlange gemacht. wenn du mir so viel Geld zur Verfügung gibst, natürlich nutze ich das aus. Ich habe immer noch Geld über gehabt, aber ich glaube, die Eisriesen sind einfach so krass und müssten das so zu... Der arme Typ, der hier fliegt. Der arme Typ. Wo fliegt der denn hin? Was hat der denn für einen Schlag abgekriegt? Sind einfach 1000 Meter... Ciao! Okay, zurück zur Schlacht. Ja, wie erwartet, die Eisriesen zerstören das einfach. Also ich könnte theoretisch noch einen Eisriesen setzen vom Geld. Aber es wäre, finde ich, ein bisschen viel. Deswegen, ich glaube, 2 ist schon overpowered genug. Ja. War vielleicht ein bisschen klug von mir, dass ich Eisriesen gesetzt habe. Okay, wer lebt noch? Wer lebt noch? Hier und da so ein paar Einheiten, ne? Haben wir gewonnen. Okay, cool. Cool. Die Kampagne mag ich. Was haben wir hier? Ist das Agario? Ich will aber lesen, was er zugeschrieben hat. Schafft es Bardo, Agario zu besiegen und vieles mehr erfahren Sie in der nächsten Folge von Angel X. Akte X ist es nicht, Angel X. War bestimmt Auto. Korrektur, die das kaputt gemacht hat. Okay, das letzte wird spannend, dann muss ich Angela weg. Aber ganz ehrlich, gute Kampagne. Schon mal jetzt, wenn euch diese Kampagnen gefallen und ihr mehr davon sehen wollt, lasst mich wissen mit einem Daumen nach oben, damit ich weiß, ah, okay, ich soll mehr davon machen. Aber erstmal jetzt Agario besiegen. Also wenn ich nun endlich Geld zur Verfügung habe, dann übertreibe ich natürlich. Dann übertreibe ich natürlich richtig hart. Und zwar... So übertreibe ich dann. Der wird geboostet. Oh. Oh, die laufen weg, oder was? Nee, okay. Ja, aber der wird geboostet einfach so zerstören. Ich hätte noch mehr setzen können. Aber ich lasse ihn einfach mal so geboostet. Und das sollte wahrscheinlich reichen. Es geht ja auch jetzt... In dieser Kampagne geht es ja um Spaß. Es geht darum, coole Formationen zu sehen. Es geht darum, was Cooles zu bauen. Und deswegen nehme ich das jetzt auch nicht ganz so ernst und mache einfach einen Eisriesen dagegen. Alter... Die ganzen, wer ist das? Pompoms, diese Bälle. Wie viele die einfach rumliegen. Okay, komm, ich steuere mal selber. Komm her, Boy. Er rennt. Ich kriege nicht. Also er rennt hier im Kreis. Kannst du einstellen, wie die laufen oder warum rennt er so? Ich darf halt nur nicht verfehlen. Aber ich hab ihn jetzt. Hey, Boy! Oh nein! Was mache ich? Wieso? Okay. Das war sehr knapp. Okay, was haben wir hier nochmal? Ach, der Panzer. Der Panzer. Ich muss... Nee, Deep IO. Okay, ich muss einen besseren Panzer bauen. Der ist übrigens neu. Das ist eine neue Einheit. Die sollte gar nicht im Spiel sein. Die ist aber einfach so reingekommen. Also, das ist die neue Einheit. Da. Ganz neu. Ist doch ein guter Panzer, oder? Was sagt er? Was sagt er? Ich habe immer noch Geld zur Verfügung. Ich mache das dann mal so. Erkennt man das, dass es ein Panzer sein soll? Ich mach's noch so. Erkennt man schon, oder? Ja, ich glaube, das gewinnen wir relativ locker. Ich habe einfach unnötig viel eingesetzt. Gib mir nicht so viel Geld zur Verfügung. Ich bin halt ein Spinner, der es ausnutzt. Gut, mit dem meisten Geld habe ich ja hier diese Drachen gemacht, die extrem nutzlos ist. Die kriegt mir gar nichts auf die Reihe. Aber hier vorne kommen sie halt an. Das ist halt schon ein bisschen unbalanciert, was ich gemacht habe. Wo rennen die hin? Wo rennen die hin? Ey, Leute! Die Schlacht ist in der anderen Richtung.
Okay, meine Einheiten rennen einfach in den Tod, habe ich das Gefühl. Oder? Ich kill mal da ganz schnell. Ja, die rennen einfach durch. Meine Einheiten, was machen meine Einheiten? Die rennen hier einfach durch. Die lassen einfach alles liegen. Habe ich vielleicht zu viel gemacht und es deswegen ein bisschen buggy gemacht? Ja, okay, die rennen nicht weg, die rennen nicht weg. Die sind am Kämpfen, die sind am Kämpfen. Immerhin. Gut. Ich habe anscheinend einfach zu viel gesetzt und das Spiel war ein bisschen überfordert damit. Okay. Was war jetzt nochmal? Das war jetzt Deep.io. Oh, das ist der Fisch. Ja, das ist ein Fisch, kann ich erkennen. Stark. Und ich muss mit Angela Merkel besiegen. Wie baue ich einen Angela Merkel nach? Ich will eine schöne Angela machen. Ich will, dass die Angela schön aussieht. So. Der Mund. Der Körper. Also man kann erkennen, dass es, glaube ich, Angela sein könnte. Die Haare, Augen. Ja, okay. Mal gucken. Ist meine Formation überhaupt stark? Was habe ich mir da zusammengebaut? Ich glaube, die Cheerleader sind nicht unbedingt das Beste, weil sie halt keinen Schaden machen, aber halt sehr teuer sind. Ich meine, die machen meine Einheiten stärker. Also es könnte auch was werden. Aber Stand jetzt sehe ich einfach nur Chaos. Ich sehe gerade einfach nur Chaos und fliegt da oben eine Einheit? Nee, ein Schild. Ein Schild fliegt einfach nur. Okay, zurück zur Erde. Zurück zur Erde. Wer gewinnt? Ich bin Team Rot. Ich glaube, ich gewinne. Ich kann es aber halt original nicht sagen. Ich habe viele Cheerleader hier am Start. Ich habe da noch ein Katapult, was feuert. Was sich selbst gekillt hat. Ich kann nicht sagen, wer gewinnt. Ich glaube, ich gewinne. Hier sind noch ein paar blaue Einheiten, die treiben wir jetzt mit dem Wind die Map runter. Sehe ich das richtig? Sehe ich das richtig? Die ballern wir jetzt hier runter. Ja, okay. Gewinnen wir gerade. Wir haben gewonnen! Wir haben die Bardo vs. IO Games Kampagne erfolgreich gewonnen. Hell yeah! Richtig gut. Gibt einen krassen Daumen nach oben. Abonniert Paluten. K-Pop! Gut, da kennt sich einer aus. Erstellt von Lukas Katz 06. Ey, Shoutout. Gute Kampagne. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch die Fortnite-Kampagne. Und je nach. Ja, die dauert ein bisschen länger. Okay, das ist die Divid. Wieso Last One Standing? Okay, es ist also immer ein Silver. Also, ich muss eine Einheit platzieren oder was? Es sind einfach irgendwo auf der Map Einheiten platziert. Da vorne sehe ich einen. Da vorne sehe ich einen. Da ist einer. Okay, mein Eismagier hat schon mal erstmal eine Einheit von mir getroffen, oder? Nee. Verfehlt. Der besteuert den mal selbst. Macht euch ja meistens, wenn man selbst steuert. So. Oh, fast getroffen. Schön ausweichen. Schön ausweichen. Schön ausweichen. Muss ich so zielen? Ja, getroffen. Okay, wen haben wir denn hier noch? Der vorne ist von mir. Da vorne haben wir noch einen. Ich glaube, wenn ich nur einsteuere. Alter, das hat richtig das gute Feeling, wenn man nur einsteuert. Ich muss, glaube ich, hochzählen, so. Oh, fast getroffen. Okay, hier ist ein Stein, da kann ich mich verstecken. Yo, das ist mega nice. Ah! Verdammt, okay. Aber es ist ja mega nice so. Ich habe ein Team. Ach, es ist ein 2 gegen 2 dann quasi, ne? Kann ich treffen von hier, wenn ich das Ganze so ziele? Oh, der ging ja irgendwo hin. Okay. Ja, okay, rede ruhig mit mir. So, gut, der hat verfehlt, das heißt, er muss jetzt kurz nachladen. Wird dabei geknechtet von mir. Oh Gott, ist das knapp. Ist das knapp. Da vorne ist einer, ich muss warten, bis er wirft, ne? Ich wurde erwischt. Das ist schwer! So. Oh, gesniped! Gesniped! Passt! So, wenn ich so laufe, müsste ich mich nicht treffen können. Ich warte jetzt, bis er schießt. Okay, oh, der war knapp. Komm. Yo! Das ist awesome! Die Kampagne ist ja awesome! Da wäre ich niemals drauf gekommen, so eine Kampagne zu machen. Das ist richtig cool! Okay, komm ran da! Komm, hör auf zu tanzen! Komm, ran! Okay. Ganz ehrlich, da machen wir vielleicht in der nächsten Folge weiter. Das ist mir gerade zu nervig. Das ist mir gerade zu nervig und ein bisschen zu unfair. Deswegen gucken wir uns, glaube ich, mal das erste Level vom Strichmännchen-Ding an und von Team Bardo. Okay. Hast du überhaupt mal gecheckt, ob man das schaffen kann mit dem Geld, was ich zur Verfügung habe? Also hast du es wirklich gecheckt? Weil ich habe die Vermutung, das geht nicht.
Ich glaube, es gibt keine viel krassere Taktik als das, was ich gerade mache. Einfach eine richtig krasse Erwacher machen. Und hoffen, aber die Erwacher schießt nur auf denselben Fleck gerade. Sie schießt nur nach hier vorne. Und da passiert jetzt nicht so viel, also... Und es leben ja auch noch 5000 Ulres so. Weil der Angriff von Ulre, der trifft doch auch einen, die einen Filz haben. Also ich kann jetzt auch... Ich kann platzieren, was ich will. Das bringt ja alles nichts. Ist das machbar so? Also die greifen natürlich auch ein paar mich an so, aber... Die müssen ja hauptsächlich die Schlangen angreifen. Und es müssten ja viele Schlangen sein. Klappt das? Es sieht halt aber auch nicht gut aus. Also entweder bin ich zu dumm oder zu schlecht. Oder es ist einfach nicht möglich. Aber ich gebe diese Kampagne auf, weil es macht halt keinen Sinn, wenn ich das jetzt hier 40 Minuten Versuch, 2 Milliarden Kombinationen Versuch und es einfach nicht hinkriege. So, das killen wir jetzt mal Strichmännchen. Oh, ein cooles Strichmännchen. sieht cool aus. Okay, mal sehen. Mal sehen, wie das ausgeht. Sieht aber auf jeden Fall cool aus, wenn so zwei Strichmännchen aufeinander zulaufen. müssten wir aber hinkriegen, glaube ich. Müssten wir aber hinkriegen. Ich weiß nicht, muss man das vorher checken, ob man das schlagen kann bei einer Kampagne? Oder kann man einfach irgendwas machen? Weil, ich weiß nicht, wie man das schaffen soll. Da irgendwie 300 Ulres wegzuballern. Keine Ahnung. Hier weiß ich, wie man das schaffen soll. Eisriese, overpowerte Karte. Aber sonst, legit, keine Ahnung. Weil ich kann ja auch nicht Bogenschützen oder Fernkämpfer spammen, weil davor sind ja Leute mit Schilden. So. Also muss ich eben die Leute mit Schilden wegmachen. Aber wenn ich versuche, die zu killen, dann... Das, weiß ich nicht, das geht für mich nie auf. Also, aber das Strichmännchen, das war cool. War ein cooles Level, war ein cooles Strichmännchen. War ich ein Fan von. Komm, hau nochmal drauf. Hau nochmal drauf, letzte Einheit. Fumm. Wer lebt noch? Er lebt immer noch. Er lebt immer noch. Oh, so hältst du den... ja, okay, so hältst du, glaube ich, nicht einen Pfeil und Bogen. Okay, das haben wir gewonnen. Und dann würde ich sagen... Machen wir nächste Folge bei der Strichmännchen-Kampagne weiter. Bei der Fortnite-Kampagne machen wir weiter. Und ich werde auch nochmal das mit Ulre versuchen, das Level. Und falls ihr eine Kampagne für mich habt, müsst ihr die mit dem Namen Team Bardo erstellen. Dafür müsst ihr euch aber vorher die Beta runterladen. Wie das geht, habe ich schon letztes Video erklärt. Und damit ich aber sagen, Leute, sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin und ciao.